An der Friedrich-Ebert-Schule in Frankfurt wird Energie selbst produziert. Das ist schon die vierte Solaranlage auf den Dächern der Schule. Seit 12 Jahren wird hier auf erneuerbare Energien gesetzt. Und das Thema wird auch in den Unterricht mit eingebaut. Wir versuchen zu gucken, wie ist denn unser Energieverbrauch. Die messen zum Beispiel den Verbrauch an Heizkörpern. Die gucken, wie viel Strom wir für die Lampen verwenden. Wir sind Energiesparschule, also sind bei diesem Projekt auch drin und sparen dafür sehr viel Geld und kriegen da auch einiges für unsere Schulprojekte mit. Und die Kleinen finden natürlich auch sehr faszinierend, die Tafeln anzuschauen und zu gucken, wie viel Strom jetzt wieder produziert wurde. Gleichzeitig mit der Einweihung der neuen Photovoltaikanlage auf dem Dach startet die Stadt Frankfurt auch die Solaroffensive Rhein-Main. In der Solaroffensive haben sich unterschiedliche Unternehmen aus dem Bereich Solar, Photovoltaik, Solarthermie zusammengeschlossen, aber auch Banken, Finanzierer. Und das Ziel ist, allen Interessenten, die ein geeignetes Dach für Photovoltaik oder Solarthermie haben, zu beraten und Lösungen aus einer Hand anzubieten. Gerade für die Main-Metropole ist das Projekt besonders interessant. Wir haben in Frankfurt den höchsten Strombedarf an warmen, sonnigen Tagen, weil dann die Rechenzentren laufen und Kühlbedarf haben, die Bürogebäude brauchen Kühlung. Und gerade dann liefert die Photovoltaik einen enorm starken Beitrag. Solarthermie auf der anderen Seite ist eine wirklich günstige Möglichkeit, in einem dicht bebauten Gebiet wie Frankfurt Wärme zu erzeugen und Wärmebedarfe durch photovoltaische Energie zu ersetzen. Also für eine Stadt wie Frankfurt eine ganz spannende Energieform. Zwar ist es aktuell alles andere als warm, aber auch bei diesem Winterwetter wird auf dem Dach der Schule Strom produziert. Alle Anlagen zusammengenommen erzeugen so viel Solarstrom, dass sich die Schule mit dem Ökostrom selbst versorgen kann.